Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Mein Name ist Robert und im heutigen Video geht es um den Slider-Effekt. Der Slider-Effekt ist nichts anderes, als dass ein Bild von der Seite einfährt. Natürlich wird der ein oder andere sagen, diesen Slider-Effekt gibt es ja schon in den Überblendeffekten in EDIOS. Das ist richtig. Allerdings möchte ich euch damit zeigen, dass man viele Effekte auch manuell kreieren kann. Und für den Lernprozess, glaube ich, ist es sogar sehr gut, wenn man mal versteht, wie gewisse Effekte sich zusammensetzen. Und wir schauen uns das Video an. Ich habe jetzt hier mein Videomaterial eingelegt, also meinen Clip, und natürlich für den ersten Slide-Effekt, indem wir eben eine Vorher-Nachher-Darstellung zum Beispiel zeigen wollen, muss ich jetzt meinen Clip erstmal nach oben drüber kopieren. Jetzt nehme ich hier mal einfach zur einfachen Darstellung einen Farblook und ziehe ihn auf meinen oberen Clip. Und wir sehen, es hat sich hier jetzt natürlich sofort was geändert. Wenn ich jetzt hier meine Spur ausschalte, sehen wir unten unseren alten Clip oder unseren Original-Clip. Jetzt aktiviere ich hier meinen oberen Clip, gehe in den Layouter zu diesem Clip und jetzt zeige ich hier, mache ich hier meine Timeline-Anzeige etwas größer, dass ich hier einfach besser was sehe und gehe jetzt hier mit dem Cursor auf eine Sekunde, aktiviere meine Keyframes und setze sie und dann gehe ich auf Sekunde 3 und aktiviere bzw. setze nochmal Keyframes. Jetzt ziehe ich meinen Cursor an meine ersten Keyframes. Und jetzt können wir hier oben rechts an der Quelle zuschneiden, können wir jetzt unser Bild zuschneiden. Wenn ich jetzt hier auf rechts ziehe, dann seht ihr sofort, was passiert. Hier slidet jetzt der Übergang und wir sehen unten unser Originalbild. Jetzt gehe ich natürlich hier auf 100%, damit eben das Originalbild unten zu 100% durchscheint. Und wenn ich jetzt meinen Cursor nach vorne ziehe, bis zu den nächsten Keyframes, dann steht hier die Anzeige wieder bei rechts auf 0%. Jetzt kann ich das Ganze mit OK bestätigen und unser Slide-Effekt ist eigentlich schon im Grunde fertig. Natürlich wird der ein oder andere sagen, ja, das war jetzt ganz nett, aber das ist ja jetzt dasselbe Bildmaterial gewesen. Da gebe ich euch recht. Jetzt ziehe ich mal diesen Clip hier weg und hole einen anderen Clip, den ich mir drüber lege. Und um jetzt den genauso zu animieren, nehme ich jetzt einfach meinen alten Clip hier und ziehe mir hier meinen Layouter auf diesen neuen Clip drauf. Jetzt sind nämlich für diesen neuen Clip die ganzen Einstellungen übernommen worden. Wenn ich jetzt hier eben den Layouter öffne, sehen wir auch hier, die Keyframes sind genauso übernommen worden. Ich kann das Ganze mit OK bestätigen. Und jetzt sieht das eben mit einem anderen Clip so aus. Wenn wir jetzt in diesen Layouter wieder hineingehen, dann können wir jetzt zum Beispiel zu den ersten Keyframes gehen und können dort zum Beispiel auch jetzt hier sagen, zum Beispiel von unten, und ziehen den Balken hier ganz rüber auf 100%, bestätigen das mit OK und dann sieht der Effekt so aus. Und so können wir natürlich viele Variationen erstellen. Ein weiteres Feature ist, dass wir so auch eine Bild-in-Bild-Animation erstellen können. Ich gehe jetzt dazu in den oberen Clip, in den Layouter wieder. Jetzt muss ich aber vorab erstmal alles wieder zurücksetzen, dass alle Keyframes und alles gelöscht ist. Jetzt bin ich in der Original-Darstellung wieder. Jetzt gehe ich hier unter Stretch und gebe mal 25% Größe ein. Jetzt ist mein Clip natürlich kleiner. Jetzt ziehe ich ihn an die Richtung oder an die Stelle, wo ich ihn gern haben möchte. Des Weiteren ist, jetzt mache ich hier meine Ansicht etwas größer auf der Timeline, gehe wieder zu einer Sekunde, aktiviere meine Keyframes, setze sie, gehe weiter mit dem Cursor auf 3 Sekunden, setze wieder die Keyframes und jetzt gehe ich mit meinem Cursor wieder zurück an die ersten Keyframes. Markiere die grün, jetzt ziehe ich meine Leiste hier runter. Und jetzt hier unter Kontur gibt es den Haken Farbe, den setze ich, und unter Weiche Kontur. Jetzt gebe ich überall hier 10 Pixel ein. Und wir sehen, es passiert hier Folgendes, dass hier ein Rand auftaucht. Jetzt gehe ich hier zum Schlagschatten und aktiviere den. Und jetzt haben wir auch noch einen Schatten. Jetzt gehe ich wieder oben zu den Einstellungen Quelle zuschneiden. Jetzt sage ich hier, links gehe ich auf 100%, weil ich möchte es ja kleiner haben, also es soll ja von rechts nach links einfahren. Ziehe es ganz auf 100%.
und sage natürlich auch von unten soll es erscheinen. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt das Ganze mit OK bestätige, dann habe ich jetzt hier den Rand und den Schatten. Das kann ich beheben, indem ich jetzt hier wieder in den Layouter hineingehe, gehe an die ersten Keyframes, mache meine Anzeige hier, gehe ich so weit vor, dass ich auf ein Frame in der Anzeige bin und gehe jetzt mit dem Cursor um ein Frame zurück. Und hier setze ich jetzt neue Keyframes, indem ich jetzt hier in der Kontur die Farbe auf 0 Pixel gehe, die weiche Kontur 0 Pixel und den Abstand vom Schlagschatten auch auf 0 gehe. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Cursor vorgehe, dann ist in diesem einem Bild taucht dann eben hier wieder unser Viereck auf. Das passiert aber so schnell, dass es im Abspielen des Videos nicht mehr auffällt. Jetzt können wir das Ganze mit OK bestätigen und dann sieht der Effekt so aus. Und so können wir natürlich sehr viele verschiedene Kreationen erstellen. Jetzt sind wir auch schon leider am Ende von meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Robert.